ich muss jetzt mal einmal auch Abstand halten. Ne? Also das ist gerade auch nochmal für die Batterien wichtig, weil die brauche ich auf jeden Fall. Ne? Ich brauche die Power, wenn es losgeht und ich dann da vor Gericht sitze, zweimal, mindestens zweimal die Woche. Teilweise bin ich 4 bis 5 Mal in der Woche vor Gericht. Und dann machen wir schön ein paar Runden im Pool, wa? Ja. Und dann gehen wir Abendessen und dann können wir recorden. Ja. Boah, was für ein Leben, Alter. Angeklagt sind meine ehemaligen Freunde, Brüder, Trauzeugen, Menschen, die meine Eltern beerdigt haben mit mir gemeinsam, Menschen, die Jahre und alles geteilt haben mit mir, Menschen, die Millionen von mir bekommen haben, bla bla bla, sitzen auf der Anklagebank. Im Publikum, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Also das Publikum existiert für mich so in dem Sinne gar nicht, weißt du? Aber allein die Situation, dann bin ich da schon wieder alleine. Jemand, der eigentlich, wenn man es mal jetzt so ein bisschen emo-mäßig irgendwie auch mal drehen möchte, im Endeffekt sein ganzes Leben lang immer nur auf der Suche war nach jemandem, der einem das Gefühl von Familie oder von Zusammenhalt irgendwie gibt. So, weißt du, ich meine? Als ich dieses Bild dann auch meinem Psychologen beschrieben habe, weißt du, ich meine, auch diese Ironie einfach so, dieses Paradoxon, dann habe ich halt echt einen Abschuss bekommen. Und dann haben wir darüber gesprochen und so. Und dann sollte ich mir noch mal sozusagen die Stühle angucken, auf denen die Angeklagten sitzen. Ich gucke dahin, was ich sehe, gefällt mir nicht. Aber der Blick zu Arafat und zu seinen Brüdern, der ist nur so lange da, wie diese Gerichtsverhandlung auch dauern wird. Und wenn das vorbei ist, kann ich mich umdrehen und ich gehe weg. So, und dann hat er auch zu mir gesagt, ja, und sie gehen dorthin sozusagen an ihren kleinen sicheren Ort, den sie sich selber halt gemacht haben, durch ihre Entscheidung, so, durch das bewusste Weggehen von diesen Leuten, durch das bewusste Entscheiden und das, die bewusste Nähe suchen zu deiner Frau. Alles, was du jetzt dann hast und dir hilft, das hast du selber gemacht, so. Weißt du, ich meine, und das hat mich so berührt und das war das erste Mal, dass ich bei einem Psychologen saß, und ich saß bei einigen schon, dass ich das erste Mal dachte, Alter, der hat mir jetzt gerade was gesagt und es hat mich wie eine Dampflok getroffen, diese Aussage, die er getätigt hat, weil er es das erste Mal geschafft hat, Gefühle, die in mir drin sind, die ich selber nicht aussprechen kann und ich gar nicht weiß, wie ich diese Gefühle in Worte bringen soll, hat er genau auf den Punkt getroffen. Wir sind jetzt Mittwoch, 5 Tage vor Prozessbeginn. Gibt es irgendwas, mit dem ihr euch vorbereitet? Also ich probiere schon, mir Mühe zu geben, dich aber schon seit Monaten komplett zu entlasten und keine Ansprüche zu haben. Ja, das machst du auch gut. Aber ich meine, wir haben jetzt für diese Woche keine speziellen Rituale oder so. Ich freue mich, dass meine Mutter kommt morgen, meine Schwester. Ja, wir haben das volle Haus, das ganze Wochenende, ja. Genau. Und ich weiß, wir werden eh so viel so beschäftigt sein, dass man dann Montag einfach. Ich finde es auch gut, dass am Samstag auch dann die Einschulung ist und so, weil das ist dann so, du hast gar nicht Zeit, da über irgendwas nachzudenken. Mir tut es leid für Anis, zu wissen, dass er da Montag hingeht und ich kann nicht mitgehen, weil das in der Vergangenheit halt so war. Die letzten Treffen, wo er auf die getroffen ist, waren sehr unschön. Und das ist so mein Beschützerinstinkt, den ich ganz stark ihm gegenüber habe, wegen dieser Leute. Also kein bester Freund geht mit, dein Bruder sitzt nicht neben dir, diese Typen sitzen da zu viert, wie immer. Die können ja nichts alleine. Und gut, jetzt sind sie zusammen angeklagt, weil sie Scheiße gebaut haben. Aber das ist halt immer so eine Wand und dann er immer allein. Und so war es einfach schon immer, was die betrifft. Und das ist für mich sehr schwer. Das ist das Einzige, was mich bewegt im Moment. Und alles andere müssen wir jetzt auf uns zukommen lassen. Anis hat so eine Metamorphose durchzogen, die lange gedauert hat. Ich glaube, er musste erst selber überlegen, ob er das vertreten kann. Und jetzt fühlt er sich sehr gut damit. Ich finde, es gibt auch nichts, wofür er sich schämen muss. 0,0. Und ich sage ihm auch mal, fühlt es sich nicht gut an, auf der anderen Seite zu stehen. Und wenn dir jemand jahrelang suggeriert, dass die Polizei was Schlimmes ist. Die werden ja schon von klein auf geimpft, dass die Bösen sind. Das manifestiert sich in deren Köpfen. Und ich habe das immer nur gesehen und dachte so, ey, was für eine Scheiße. Und zu sehen, dass er umgedacht hat und auch sieht jetzt, wie beruhigend das ist und wie gut sich das anfühlt, das Richtige einfach zu tun, dass es befreiend ist, dass es nichts Schlimmes ist. Oh ja, im Internet, im Rap, oh, es ist was ganz Böses. Ey, aber mal scheiß mal auf diese Welt. Entschuldigung, was ist das denn?